Einen wunderschönen guten Tag, jetzt müssen wir das machen. Hey, YouTube! Einen wunderschönen guten Tag, wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Vogel neben mir? Ich habe gedacht, ihr sollt jetzt nicht immer nur einem Vollidioten zuhören. Deswegen habe ich mir jetzt einen zweiten Vollidioten dazu gehört. Ja. Deswegen, ihr kennt mich, ja? Ich mach gerne Frauenwitze und sowas, verarsch gerne Frauen. Und aus Rücksicht auf Axel werde ich mich heute etwas zurückhalten. Du bist voll klein. Stimmt. Yeah, so ist das. Ah! So ist das Kingstar-mäßig. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben jetzt noch gar nicht besprochen, was wir heute machen, ne? Deswegen werde ich jetzt mal ganz spontan was sagen. Und zwar sitzen zwei Irre auf den Gleisen der Deutschen Bahn und fressen die Nagen dazu etwas drum rum. Sagt der eine, oh, die schmecken, sind aber ganz schön hart. Sagt der andere, ne, dann geh da vorne hin, da ist eine Weiche. Ja, zumindest so viel zu diesem Thema. Und zwar, wisst ihr, ich hatte gerade unter der Dusche, da denke ich ja immer so, da, geh mal nicht, komm mal weiter hierher, du bist wahrscheinlich gerade erst auf dem Bild. Du bist immer nur zur Hälfte, deine Nasenspitze sieht man gerade so. Ich hatte so die special Idee, einen YouTube-Song zu machen. Deswegen auch, hey YouTube. Das Ding ist, wir können bloß nicht so richtig gut singen. Boah, hallo, wir sind voll die Singkünste. Guck hier, la 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 la. Du bist dran. Ja? Ja. La 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 la. Boah, hallo. Falls da was draus geworden ist, dann werdet ihr jetzt hier so... so einen Kasten dazu sehen, so einen Link dahin, weil ich habe keinen Bock, das jetzt in dieses Video reinzupacken, warum auch immer. Habe ich da gerade keinen Bock zu. Aber das wäre doch geil, so, hey YouTube, wir geben jetzt hier Gas, hey YouTube. Wir hoffen, hier hat Spaß. Yo, YouTube ist geil, denn... ihr seht hier einen Pfeil. Der Pfeil ist grau, genauso wie Axel blau. Du hast noch nichts getrunken, oder? Nee, hast du nicht. Zumindest so viel zu dem Thema. Ich habe mir letztens so gedacht, was kann ich in mein nächstes YouTube-Video packen? Und da habe ich so gedacht, wie wäre es einfach mal mit ein paar kontraproduktiven Witzen? Ne, kontraproduktives Video, was sowieso immer bescheuert ist. Können da auch ein paar kontraproduktive Witze rein, ne? Jo. Axel würde mir sowieso zustimmen, egal was ich sage. Zumindest damit beginnen wir jetzt einfach mal. Ganz einfach ein paar stumpfe Witze. Achso, und vorher noch was. Ich habe einen Tipp von, ich weiß gar nicht, war das Tulga D5 oder sowas? Ich werde von dieser Person, habe ich den Tipp gekriegt. In meinem letzten Video habe ich ja so einen Tipp gezeigt. Was kann man gegen beschlagene Spiegel tun? Und ich habe ja gesagt damit... Trockenföhn. Ja, das hat mir so ein Mädchen auch schon gesagt. Jetzt wisst ihr, welches Mädchen mir den Tipp Trockenföhn gegeben hat. denn jetzt zu verstehen, müsst ihr das letzte Video gesehen haben. Ne? Das Ding ist, es hat ja nicht so wirklich geklappt. Und Trockenföhn, dazu brauchst du erstmal einen Föhn. Ich habe ja, ich weiß ja nicht, was du... Ich habe zumindest keinen Föhn. Kannst du dir auch nicht leisten. Ne? und jetzt hat mir aber diese... Person hat mir dann den Tipp gegeben, alter Andreas, es ist viel einfacher. Man schmeißt die Spiegel einfach aus dem Fenster. Glaub nicht. Dann hat man kein Problem mehr. Dann beschlagen die nämlich auch mehr. Boah, und das ist doch wohl bester Tipp, wo gibt, ne? Mal ehrlich, ohne Scheiß. Nun gut, so viel zu dem Thema. Wie kommt's zu den Witzen? So, Freunde, jetzt kommt der erste Witz, und zwar, woran erkennt man einen schwulen Schneemann? Die Karotte steckt im Arsch. Und woran erkennt man, dass der Schneemann sich raufgesetzt hat? Die Karotte ist am Arsch. Ich hätte gerne einen Schokoriegel, aber ich weiß nicht, wie heißt dieser mit dem Löwen drauf? Leihen? Nein, kaufen! Was sind die letzten Worte des Architekten? Mir fällt da noch was ein. Was sind die letzten Worte eines Rennfahrers? Glaubst du, der Mechaniker weiß, dass ich es mit seiner Freundin treibe? Wenn aus Maisöl Mais gemacht wird.
Wie sieht's denn mit Babyöl aus? Warum ist eigentlich nie besetzt, wenn man eine falsche Nummer wählt? Leben verheiratete länger, oder kommt dir das nur so vor? Wenn Schildermacher streiken... Wer macht dann ihre Schilder? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren? Herr Doktor, sind Fische gesund? Also bisher waren noch keine bei mir. Wisst ihr, es geht ja jetzt Richtung Winter. Und ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, da ich ja ein sehr fauler Mensch bin und man im Winter ja nicht mehr andauernd am Strand liegt, kann ich mir dann jetzt eigentlich auch mal die Achselhaare wachsen lassen? Bist du bescheuert? Ich dachte, Frauen müssen nur Wachsstreifen. Ich meinte so länger wachsen lassen, du... Wachsen, ne? Also... länger wachsen. Wenn man sah, so einen Präsident Bush unter den Achseln hat. Wusstet ihr, Wölfe fressen lieber Fisch als Fleisch? So viel zum Thema kontraproduktive Wissen des Tages. Außerdem, es gibt in Alaska fast so viele Flugzeuge wie Autos. Hier stellt sich nur die Frage, wie viele Autos gibt es denn in Alaska? Mehr als Flugzeuge. Ach nee. Ja. Ja. Gut, so viel zu diesem Thema. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr fandet Axel toll. Ja, natürlich, wir finden ihn nicht toll. Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Tja. Tschüss. Nimmt er jetzt auf?